Hallo Klickenabendler, wir sind in Essen auf der Spiel 2018 am ersten offiziellen Tag und neben mir ist der Lars. Hallo Lars. Hallo Andreas. Wir befinden uns jetzt gerade hier im finnischen Gebiet in Finnland, weil wir sind bei Lauter Pelit FI, ein finnischer Verlag, und die haben zwei neue Spiele und zwei Erweiterungen, wenn ich mich nicht alles täuscht. Und das große Eclipse, da habe ich aber nur die Promo-Version, die kann ich leider nicht zeigen. Beziehungsweise das Eclipse soll ja nächstes Jahr neu aufgelegt werden. Im Februar schon. Höchstwahrscheinlich Februar oder März. Okay, sehr schön. Das ist nämlich ein tolles Spiel. Okay, dann wir haben zwei kleine Spiele in der kleinen Kartenschachtelformat. Das wurde, glaube ich, gestartet mit, weiß gar nicht, was das Einser war aus dem Schachtelformat. Weißt du das noch? Dungeon Rush, würde ich denken. Richtig. Das geniale Dungeon Rush. War nicht ganz meins, aber ich erkenne viele, die damit total Spaß haben. Ja. Aber genau, das hat die Reihe eingeführt. Und wir sind jetzt bei Nummer 6, wenn ihr das im Regal lagert. Und Nummer 6 ist Astro Drive. Ist was Science-Fiction-mäßiges? Ja, ein Rennen im Weltraum. Ein Rennen, also auch wirklich mit, wer am schnellsten ist. Genau. Okay, dann zeig mal, wie wir dir hier die Strecke aufbauen. Alles klar, wir bauen eine Strecke auf. Als erstes haben wir eine Ziellinienkarte. Diese wird mit zwei zufälligen anderen, die Kameraleute können es jetzt sehen, wir als Spieler nicht, wird zufällig gemischt, damit wir nicht genau wissen, wann das Rennen endet. Ja. So. Da kommen noch fünf Streckenkarten oben drauf. Jetzt habe ich, glaube ich, 6 gezählt, spielt aber keine Rolle, wir werden es nicht zu Ende spielen. Und wir kriegen 3 Karten zum Start. Ah, da haben wir die Rennstrecke. So. Die ist halt jedes Mal zufällig, weil ich habe auch noch reichlich Karten über. Ich lege sie mal an eine Seite. Jeder von uns bekommt einen Piloten. Du bist gelb, ich bin mal heute lila. Und wir können uns aussuchen, auf welcher Seite wir anfangen. Es geht immer um die kurze Seite. Ja. Mir ist es gleich. Wo du leichter mit der Hand rankommst für die Erklärung. Okay, machen wir es hier. Wobei ich werde erst das ganze Spiel erklären, dann lege ich uns hier hin. Das erste Feld, das wir ziehen, benutzen wir, um auf die Rennstrecke zu ziehen. Okay. Dann haben wir verschiedene Felder einfach auf dem Board. Das wäre ein Strahlungsfeld. Da kostet, das kostet keine Bewegung, da reinzuziehen. Das ist ein Asteroidenfeld. Um durch ein Asteroidenfeld fliegen zu können, muss man manövrieren. Dafür haben wir Energiewürfel. Die liegen auf unserem Board. Und davon muss ich dann einen ausgeben. Habe ich keinen, dann wird mein Schiff zerstört und man ist raus aus dem Rennen. Ah ja. So, dann haben wir hier Weltraumnebel. Durch einen Weltraumnebel zu fliegen, kostet 2 Bewegungspunkte. Auf Planeten kann man nicht fliegen, da zerschellt man, dann ist man raus aus dem Spiel. Hier gibt es nochmal neue Energiewürfel im Spiel, ich lege sie mal aus. Kann man auftanken? Genau, auftanken. Da käme jetzt gleich auch noch einer hin. Dann haben wir noch... Sieht nach einem schwarzen Loch aus? Oder ja, so? Das ist ein Wurmloch. Wer durch ein Wurmloch oder ein Feld mit einem Wurmloch betritt, fliegt auf der anderen Seite wieder raus. Das würde aber auch bedeuten, dass wenn ich von hier auf das Feld fliege, fliege ich von hier weiter und werde zurückversetzt. Hier haben wir ein schwarzes Loch, hast du schon angesprochen. Ah. Wann immer man die Reihe mit einem schwarzen Loch betritt, wird man ein Feld auf das schwarze Loch zugezogen. Und drauf ist wahrscheinlich nicht gut. Genau, drauf ist man raus aus dem Spiel. Okay. Alles klar. Jetzt haben wir die vielen kleinen Karten da vorne noch. Damit bewegen wir uns. Genau, das sind unsere Bewegungskarten. Ich zeige es einmal jetzt. Die haben verschiedene Zeichen oben drauf oder keins. Das ist die Initiative der Karte. Die sind quasi durchnummeriert. Das ist die Bewegungsreichweite. Man muss sich immer so weit bewegen, wie es maximal möglich ist. Die einzige Ausnahme wäre, wenn ich jetzt mein Schiff nehme, fliege hier hin. Das kostet halt 2. Genau, das wäre mein dritter Zug. Ich kann mit 2 nicht mehr reinkommen, dann muss ich stehen bleiben. Aber ansonsten müsste ich auch quasi 3 mit 4 da reinfliegen. Ich muss. Okay. Aber du kannst jetzt zum Glück auch noch ein bisschen nach links und rechts. Ganz genau, das kann ich mit diesen Manöverpunkten. In dem Fall auf dieser Karte sind 2. Oben sind Sonderzeichen drauf. Ich habe ein eigenes Wurmloch dabei. Damit darf ich ein Feld überspringen. Das ist ein Kraftfeld. Damit darf ich auch durch Asteroiden durchfliegen, ohne Energie zu bezahlen. Hier kostet mich das keine 2 Bewegungspunkte. Ich darf sogar, glaube ich, über das schwarze Loch hinwegfliegen. Man darf nur nicht im schwarzen Loch stehen bleiben. Jedoch darf man seinen Zug dann auf dem Planeten beenden. Man fliegt dann von dem einfach weiter. Und 1 entfernt wäre auch keine so gute Idee eventuell. Nein, es zählt nur in der Querseite. Ah, okay. Also es zieht nicht so drüber. Wir haben dann noch weitere Karten. Hier kriegt man einen weiteren Energiewürfel. Und das wäre ein Traktorstrahl. Den kann man auch seitlich benutzen, um sich ein Feld zur Seite zu bewegen.
auf einen Planeten hinzu, aber auch nur, wenn nichts anderes im Weg ist. Also ich kann nicht von hier durch das Asteroidenfeld darüber kommen oder wenn hier ein anderer Spieler dazwischen ist, ist der Planet auch für mich blockiert. Relativ simpel. Und dann haben wir jede Menge Karten ohne Zeichen drauf. Ich kann jetzt einfach mal mischen. Jeder kriegt 3 Karten. Dann spielen wir jeder verdeckt eine und ziehen eine nach, wenn der Zug rum ist. Das waren schon alle Regeln. Genau. Wo ist unser Ziel? Unser Ziel ist die letzte Karte von dem Stapel. Genau. Sobald wir das 5. Feld auf der letzten offenen Karte liegen haben, holen wir die nächste Karte raus, legen die an und fliegen weiter. Okay. Und aber auf dem Zielding war eine Ziellinie drauf, ne? Auf der Karte. Genau, jetzt können wir mal gucken. Und zwar wäre das Spiel so früh wie möglich zu Ende gewesen und das wäre dann das letzte Feld gewesen. Und sobald hier einer drüber ist, gucken wir wahrscheinlich noch, ob die anderen an der gleichen Runde drüber gehen. Ankommen. Er muss heil ankommen. Fliegst du also in die Asteroiden und wirst noch zerstört, dann hast du nicht gewonnen. Der wahrscheinlichste Gewinner des Spiels aus meiner Sicht, ich habe es selber noch nicht gespielt, ist der, der als letztes dran ist zu ziehen und noch auf dem Board ist. Weil alle anderen sich zu Tode geflogen haben. Verstehe. Das ist dann Astro Drive, ein schnelles Rennspiel im Kartenspielformat in der kleinen Schachtel von Lauter Pelet. Die Regeln sind in Englisch enthalten, auch in Deutsch oder erstmal Deutsch gibt es auch dazu. Gibt es auch dazu, perfekt. Auch dazu, sind gerade, glaube ich, noch im Druck. Im Worst Case kann man sich runterladen als PDF, genau. Weil das ganze Spielmaterial hat ja keine Sprache drauf. Genau. Ist somit überhaupt kein Problem, da reinzuführen. Sehe ich genauso. Also die meisten Spiele sind hier international. Man kann deutsche Regeln dazu haben und es ist einfach so spielen. Und wenn ihr das Video hier gesehen habt, wisst ihr eh schon 90% der Regeln. Ich glaube wohl. Wunderbar. Dann vielen Dank Super. Für die Vorstellung. Gerne.